that one night in Raccoon City changed everything. Separate ways. Du, ey, da trägst dazu bei, dass so ein Gestörter wie Wesker wohl Millionen, Milliarden von Menschen umbringen will mit dem Bärenstand da, mit dem Virus in Afrika. Auf der ganzen Welt, wenn es sich verbreitet. Das ist, was du machst. I'm seeing increased movement from Los Illuminados. Don't get careless. Copy. Ada out. Almost at the church. Ist auch ein Grund, warum ich mit dir nicht gerne spiele. Weil du keinerlei Skrupel hast, anscheinend. Und mit allem arbeitest, das dir Geld bringt. Was bringt dir all das Geld und, weiß ich nicht, wenn du auch irgendwann drauf gehst dabei? Ich habe so viele Runden, aber keine vierkigen. Ja. Die Steine halt. Das ist unfortunate. Schnellzugriff. Wohin? Obwohl die ja wahrscheinlich sehr viel schwächer ist. Die Pistole ist ja schon... Oh, das kann ich doch wegschmeißen. Warum nehme ich das mit? So vor mich stellen ist in Ordnung. Aber wenn ich 10 erledigt habe mit der Waffe, reicht es, kann ich sie wieder weglegen. Darum ging es 10 Gegner oder 20? Ja, so ist perfekt. Nix, wo man sich beschweren kann. Und wenn die mich alle nicht sehen, macht's das noch einfacher. Ich bin ja wohl doch jeweils jemand, der spielt auf der guten Seite. Sprich mit Leon, auch Chris, Jill, Claire. Es ist vielleicht ab und zu mal ganz nett, kurzzeitig auf der bösen Seite zu spielen, aber... Naja. Wer macht dir so einen Kram? Oh oh. Das sieht nicht gut aus. Ring mit rotem Edelstein. Voila. What a warm welcome. Oh.
Was haben wir denn da? Mal weg damit, ne? Seit wann hängt das da vor allem? Das wohl nicht gesehen? Meine Fresse, scheiß MP. Einfach weil diese Dinger so schwach sind. Ja, du kannst damit rumknattern, wie du willst, aber. Es dauert halt trotzdem, bis die Gegner mal fallen. Ja, das Teil ist wahrscheinlich auch null verbessert. Eben weil ich es nicht mag. Das ist ein blödes Messer. Ich hab perfekte Messer. Brauche ich nicht. Herstellen. Ein Saphir. Ständig runde Edelsteine. Das ist ein bisschen doof. Ein gelbes. Seeing quite the crowd here. I wonder what has them so riled up. The president's daughter. Undoubtedly. Couldn't have picked a worse time. Consider the village infected. Complete local saturation. I've read the file. I'll see what I can do. Oh, diese blöden Messer. Nichts. Gut. Wir sind hier. Nee, kein Messer. Wir sind in der Berghütte. Der berüchtigten Berghütte. Alright, schon erledigt. War ja auch klar, waren ja mehr als 10. Mit dem Bolzenwerfer, mit der Maschinenpistole, das habe ich doch gerade gemacht. Ich habe sogar 3 dafür bekommen, also. Mit dem Bolzenwerfer, oh. Nicht die Armbrust. Stiller Killer. Nur, Garado nur mit Messern. Nee, halt, das war. Separate Waste brauche ich. Belohnung auf Profi. Kleid, Mini-Kleid, ja, sexy Ada, ne? Mit einer Flinte muss ich auch noch. Die Armbrust, sag ich ja. Alle Garnado, die nach dem Erklingen der Glocke zur Kirche marschieren. Mendes Hut von seinem Kopf fliegen lassen.
Die Flinte. So, jetzt kann mal die. Flinty, Flinty, Flint, Mr. Flint, Flint. Ups, was ist denn da passiert? Warum ist denn das explodiert? Hoppala. Yikes. Autsch, es gibt Kopfschmerzen. Aber bei euch mehr als bei mir. So, Flinte. Wunderbar. So, hier war die Pistole. Tut ihr auch ganz gute Dienste. Ja, wer hat denn da Batz gemacht? Bist du umgefallen? Ich muss hier rum. Einmal raus. Oh, Schweinchen. Hey, Grunzi. Noch mehr Grunzi. Keine Sorge, ich will nur die Kiste da hinten haben. Was haben wir da? Eine Weinkammer. Da gehören runde Objekte rein, ne? Oh ja. So. Grunz, 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 Grunz. Weil das weiße Schweinchen. Die weg. Bin nur so blöd gezuckt. Oder sah das nur so aus von aus meiner Sicht? Leon. Why am I not surprised? So kind of you to keep our friends busy. Let's see if we can find another route to the church. This way looks promising. Da war der liebe Leon. Ich muss ja hier rauf. Dass das alles nicht in sich zusammen... in sich zusammenfällt. Wie sie da drauf rumläuft. Ich sollte nichts sagen. Es ist in sich zusammengefallen.
Heute war zum ersten Mal seit langem die Kirchenglocke zu hören. Ihr Läuten ist der Ruf unseres Herrn. Das ganze Dorf versammelte sich vor der Kirche, um den Klang zu lauschen. Unser Herr war liebevoll wie eh und je. Wir nähern uns einander an und unsere Gedanken werden eins. Er sagte uns sogar, dass die Wunder, die wir hier erschaffen, mit ihrer Pracht schon bald die Welt erfüllen werden. Welch Weisheit, welch Barmherzigkeit! Die Güte Lord Saddlers wird uns mit dem Heilmittel gegen diesen Wahnsinn segnen. Ich kann es kaum erwarten, bis die Glocke erneut läutet. Ich muss mir wieder was merken. Das Ding da, und dieses runde Ding da. Ich nehme es zurück mit den Medaillons übrigens. Ich hab da gar keins baumeln sehen. Jetzt habe ich es wirklich verdrängt. Vier Stück. So eine Scheiße. Eins ist unter mir, die anderen zwei sind im Gut. Los. Hallo. Muss nochmal zurück. Not bad. Okay. Next. That's one job done. Wenigstens ist es einfach gewesen. Probiere ich mich jetzt aus, das da. Das da. Das da. Das müsste ich noch mal rüber, ne? Das hat gestimmt. Okay. Kirche. Here we are. The church. Wie lange Leon dahin gebraucht hat. Und sie, oh, the church. Hm. Wir klettern mal ein bisschen da rum mit unserem komischen Teil hier. Mit dem Seil, oder wie heißt das Ding? Weiß ich gar nicht. Ich sag mal Interhaken, keine Ahnung. Und alles ist tutti. Leon braucht eine Ewigkeit, bis er dahin kommt. Alright, nicht für mich, zumindest noch nicht. So ein bisschen Heilung könnte ich mal gebrauchen. Nur ein wenig. Ey, da schließe ich keine Schutzweste an. Fufufa. Weg mit dir. Hä? Sie ist im Haus drin, jetzt können wir sie überfallen. Ich werde nicht überfallen.
Sounds like he could use a little help. So hat sie die Glocke geläutet. Don't worry, Leon. First time's free. Don't keep me waiting, Luis. Lewis' signal somewhere in the vicinity of the forest. Expect the worst. That's near Mendez, isn't it? He has a house there. Could be worth taking a look. Do it. I'll see what I can find from my end. Okay, du hast gar nicht selber hier. Should have known he'd be trouble. Alleine, was Wesker für Fähigkeiten hat. Das würde es doch viel einfacher machen. Gut, er würde nicht ins Spiel passen, aber ja. Nee, da komme ich natürlich nicht hin. Ist ja auch nicht dein Gebiet. Du sollst jetzt zum Haus von Triple Taker gehen. Ich habe da eigentlich im, glaube ich, im Let's Play Quatsch erzählt, von wegen die Klamotten von vom Taker und der Bart von Triple H oder die Frisur von Triple H. Die Frisur und der Bart von Triple H, das darf man nicht vergessen. 1, 2, 3. Wieder so ein Messer. Will noch jemand? Sag mal, ich kann mich mit Messern hier kaputt machen. Brauche ich nicht. So unnötige Platzverschwendung. What are you buying? Hey, stranger. So what are you buying? You've picked quite the place to set up shop, stranger. Aye. And look what it brought me. Well now, let's make our first... Das hier war das erste Mal, dass man ihm offiziell begegnet. Sonst hat man die Sequenz nicht gesehen. Also das am Anfang war halt schon wieder... dem geschuldet, dass ich das Spiel schon mal gespielt habe. Ach ja, ich kann die Angriffskraft noch erhöhen. A well-tuned weapon can make up for a lack of skill, friend. Your weapons are in good hands, mate. I'll see you right. I'll buy almost. I'll buy it at a high price. Das sehe ich. Panische habe ich doch, oder?